Hallo und willkommen zum zweiten Part meines Let's Plays von Legend of K Anniversary Edition, in meinem Fall die Wii U Version. Und wir sind ein junger Katzenkrieger namens Kay, der im Katzendorf lebt, das allerdings von den Gorillas und den Ratten zwar laut offiziellem Reden beschützt werden soll, aber es sieht eher aus, als würden die von denen nur unterdrückt werden. So hat es uns jedenfalls das Intro gezeigt. Und hier vorne, da schwebt unser Meister und sogar noch ein Holzschwert. Das sieht verdächtig nach unserer ersten Waffe aus. Wir sollen jetzt nämlich erstmal unsere erste Kampflektion absolvieren, also werden wir das auch tun. Meister? Na, da bist du ja. Komm, wir setzen unser Training fort. Aber vorher sollst du eine der Lektionen unserer Vorfahren kennenlernen. Ach, nicht noch eine Geschichte, Meister. Können wir nicht gleich mit dem Kämpfen anfangen? Du hast mir für heute eine neue Waffe versprochen. Hab ich das? Ah ja, sieh mal dort drüben. Die ist für dich. Meister, ein Holzschwert? Damit mache ich mich im ganzen Dorf lächerlich. Wie wär's mit dem Schwert in deinem Haus? Das Schwert unserer Vorfahren? Was denkst du dir? Das ist eine legendäre Waffe, die dem Katzenmeister der Prophezeiungen vorbehalten ist. Greif mich mit dem Dreifachschlag an. Beachte jedoch, dass die starken Schläge mehr Zeit in Anspruch nehmen und du dabei ein wenig Beweglichkeit einbüßt. Los, greif mich an! Sehr gut. Du lernst wirklich schnell. Die einfachen Schläge hast du jetzt im Griff. Versuchen wir etwas anderes. Geh in die Hocke und schlag einen Aufwärtshaken. Los, greif mich an. Ausgezeichnet. Jetzt können wir weitermachen. Spring und attackiere den Gegner, wenn er auf dem Boden liegt. Der Angriff richtet sich auf deine Gegner, selbst wenn sie der Länge nach auf dem Boden liegen. Komm, versuch es! Gar nicht schlecht, mein kleiner Novize. Hier ist deine Belohnung. Das ist ein Herzcontainer. Er macht dich stärker, denn du bekommst mehr Lebensenergie. Ein sehr kostbarer Gegenstand. Wenn du solch einen Gegenstand findest, solltest du ihn immer an dich nehmen. Ei! Pong! Oh! Ja, aber mit deiner Mitte. Deinem Chi. So. Hi! Hong! Sehr beeindruckend, Meister Fossil. Warum vergeudest du deine Zeit mit Kampfspielchen, wenn du Gorillas dienen kannst? Oh, Kampfnamen. Du hast bestimmt gewonnen. Ha! Gorillas gewinnen immer. Alles klar. Nur ein paar räudige Katzen. 123 Centromins, 87 Quantros und 46,5 kubische Trox. So funktioniert das also. Die Cholong-Zahlenreihe differential angewendet. Für wen was? Differential. Und aus reinem, singendem Stein gemacht, natürlich. Ihr,
Affen da! Geht zum Steinbruch und holt mir einen Block singenden Stein, der 10-mal so groß ist wie dieser Brunnen! Aber schnell! Dieser Plan ist absurd, Alchemist. Ach, sind jetzt Gorillas Experten in Transmogrifikation? Ha, was als nächstes? Bananen mit Käsesoße? Käse. Ihr Ratten seid eklig. Wenn Valor ausbricht, werden die Feuer... Die Vergangenheit verschlingen und die Zukunft gebären. Eine Zukunft voller... Schnurrhaare! Du widerliche Kleine! Hey, spür die Rache von Yenqing, Eindringling! Du hackneuleckendes... Stopp! Borax wird das schon erledigen. Wir brauchen keine Tyrannen, die Penner zu Helden machen. Wir haben, was wir wollten. Affe! Wow! Diese Technik hast du mir nie gezeigt, Meister. Dann wird es vielleicht Zeit, mein Junge. Vielleicht ist es Zeit. Ich bin erschöpft, mein Kind. Lass mich eine Weile allein, damit ich in der Meditation neue Kräfte schöpfen kann. Du gehst am besten ins Dorf zurück und widmest dich deinen Pflichten. Ich schicke deinem Onkel eine Nachricht, wenn ich dich wieder brauche. Und behalte das Gesicht von Tak, der Alchemistenratte, in Erinnerung. Der wird uns bestimmt bald Probleme bereiten. So, war jetzt gerade ganz schön krass. Und es sieht eben so aus, als würde die Geschichte... halt in comichaften Standbildern erzählt werden. Da kann man sich jetzt darüber streiten, ob einem das gefällt oder nicht. Ich finde es jetzt ganz in Ordnung. Hätte mir natürlich voll alle mit den Katzen es lieber gewünscht, aber es ist jetzt nicht schlecht. Also es ist ganz okay, dass sie das so gemacht haben. Jetzt können wir nochmal speichern. So, bei jeder von so einer roten Laterne wird automatisch gespeichert. Und der Meister möchte sich jetzt also ausruhen, ne? Das soll er mal tun. Der scheint es aber noch immer ganz schön drauf zu haben. Ich meine, der hat den Gorilla ja fast richtig fertig gemacht, wenn man so will. So, was steht da? Info. Benutzt den Doppelschwung, um über das Wasser zu springen. Drücke dazu zweimal B. Je später du B ein zweites Mal drückst, desto weiter kannst du springen. Ach so. Woher komme ich da überhaupt rüber? Das sind solche gelben Kristalle im Wasser. Ah, voll geil. Wir können hier sogar richtig stilvoll das Gleichgewicht halten auf diesen Holzpflöcken. Und ja, schwimmen können wir scheinbar auch. Okay, aber wir können offenbar nicht lange im Wasser bleiben. Weil wir hier so eine Wasseranzeige haben. Aber ey, das fand ich jetzt gerade so genial, das was wir bekommen haben, war echt ein Herzcontainer. Ich meine, hallo? Das ist ja mal voll dieselbe Anspielung, weil die Dinger da genauso heißen. Nur sehen sie hier halt anders aus. Das sind eher so eine Art Herzmedaillen, was wir da bekommen. So, ich frage mich immer noch, wofür diese Kristalle eigentlich gut sein sollen. Das finde ich auch witzig. Es schüttelt sich, wenn er nass wird. Naja, typisch Katze eben. Was steht da? Schwungstange. Du musst im richtigen Moment B drücken, um abzuspringen. Zum Ändern der Schwungrichtung drücke am höchsten Punkt X, um dich umzudrehen. Probier es einfach mal. So, was soll denn hier so eine Schwungstange sein? Ich sehe hier nichts. Gibt es eigentlich eine Ego-Perspektive oder irgendwie sowas? Okay, mit X kann ich jedenfalls das Schwert rausnehmen. Und dann kann ich schön... Yeah. Okay, wir lernen bestimmt noch neue Kampftechniken. Was ich so gehört habe, soll man in dem Spiel wohl die drei Waffen, die wir bekommen, auch irgendwann upgraden können, dass wir das Stärkere bekommen. Also vielleicht läuft Kea dann später mal mit einem richtigen Schwert rum, nicht nur mit so einem Holzschwert. So, kann ich das wieder irgendwie wegpacken? Offensichtlich nicht, egal. Wird eh automatisch weggesteckt, wenn es nicht gebraucht wird. Gut, wir gehen zurück ins Dorf. So, die Frage, von dort oder von hier? Jetzt eigentlich hier lang. Kartenmäßig scheint sie wohl lang zu gehen. Offensichtlich vielleicht ja auch nicht. Ja, dann ist das wohl für später. Vielleicht komme ich von oben irgendwann mal wieder zurück. Dann nehmen wir den normalen Weg, den wir gekommen sind.
Da jetzt sind wir wieder beim stillen Bach. Und sehr lange schon mal sehen, hey, mein Charaktermodell sieht das super geil aus hier. Kann man echt nicht meckern. Cool Mann, ich habe da ein paar neue Angriffstechniken gelernt. Aber der Meister ist nicht mehr ganz bei sich. In alten Zeiten war dein Meister ein großer Kämpfer. Kein Gorilla, keine Ratte hätte sich in seine Nähe gewagt. Mhm. Naja, das haben wir jetzt live miterlebt, dass er scheinbar doch noch ein bisschen was drauf hat. Okay, schauen wir mal hier rein. Haus von Suling. Vielleicht kann ich hier ein paar Sachen kaputt machen und Geld bekommen oder irgendwie so. Schauen wir mal. Ah, wer bist du? Ah, der Schuft kommt zurück. Zu spät für eine Entschuldigung. Suling hat sich wieder in ihre Mythen über den Weg gestürzt. Hoffentlich ist das Mädchen in Sicherheit. Ach so, Suling ist die Katze vom Anfang, die wir im Intro kurz gesehen haben. Die hat ja mit Kay gesprochen. Aber sie war ein bisschen enttäuscht, weil er so, ja, so ein bisschen eingeschnappt war. Oh, die bekommen ja doch Geld. Oh, du hast eine Kupfermünze gefunden. Es gibt verschiedene Münzen mit unterschiedlichem Wert. Ab und zu triffst du einen Händler. Hier kannst du dann dein Geld für Auslösung und Gegenstände kaufen. Das kann sehr hilfreich sein, na klar. Gut. Wir haben schon mal unser erstes Geld bekommen. Nur was das da rechts oben wieder soll. Vielleicht, wenn wir genug Kristalle haben, kriegen wir vielleicht ein Leben oder so. Keine Ahnung. Hoffentlich erklärt uns das noch jemand, was das zu bedeuten hat. Ansonsten, das Spiel läuft auch sehr, sehr flüssig. Finde ich sehr gut. Also mir gefällt es. Wie gesagt, erster Eindruck ist durchwegs positiv. Kann man echt nicht meckern. So, und hier muss ich sowieso hin. Zum Haus von Onkel Chen. So, wo bist du, Onkel? Da. Kay, hast du diese arme Frau Ai Tan gesehen? Sie ist so weit für die Kürbisse gegangen und jetzt hat sie drei verloren. Vielleicht kannst du ihr helfen. Lass dir was einfallen. Ich habe in der letzten Zeit halt so viel zu tun. Aber klar, ich gehe hin. Gut, dann werden wir ihr mal helfen. Wir haben ja schon einmal wieder gesprochen, bevor er... Zack! Das erinnert auch ein bisschen an Zelda. So klassisch Krüge zerstören und darin Geld finden. Aber das mit der Herzcontainer, da musste ich ja wirklich schmunzeln, als er das gesagt hat. Weil das genau derselbe Name ist. Das heißt, wir können wenigstens auch unsere gesamte Energie steigern. Das ist auch gut so. Drei Einheiten... Sieht mir ja doch ein bisschen wenig aus. Hier ist das schon besser. So, wird wieder gespeichert. Ich glaube, hier vorne war... sowieso das Katzenmädchen und... Ey, schon wieder so ein Gorilla. Hey, du, Superman. Sieh dir mal die Plakate an, Punk. Da sind nützliche Infos für dich drauf. Ja, das ist nun schon mal gesagt. Hallo, Ai Tan. Alles in Ordnung? Nein. Kannst du mir bitte helfen? Ich muss vor dem Stadttor drei Kürbisse verloren haben. Wenn du mir hilfst, bekommst du eine Belohnung. Natürlich helfe ich dir. Vor dem Stadttor, sagst du? Vielleicht haben die diebischen Ratten sie gestohlen. Ich gehe der Sache nach. So, neue Aufgabe. Gleich mal wieder angucken. Suche die drei Kürbisse, die Ai Tan vermisst. Die Gemüsehändlerin Ai Tan hat drei Kürbisse vor dem Stadttor verloren. Suche sie und bring sie ihr zurück. Aha. Da steht sogar noch einmal Bananen und dann drei Kürbisse. Von Bananen hat dir gar nichts gesagt. Naja. Gut, dann werden wir die gleich mal suchen gehen. Scheint irgendwo da vorne zu sein, am Tor. Aber wie ist es nicht, dass uns da niemand durchlässt? Ist das nicht verboten? Und Andu? Macht es Spaß, mit dem Feind gemeinsame Sache zu machen? Halt die Klappe, Kay. Ich werde bald befördert. Ich bin der perfekte Wächter, sagt der Bürgermeister. Du bist doch bloß neidisch. Hau jetzt ab. Ja, ich bin ja sicher, ich bin total neidisch. Das sieht man Kay auch total an. Der macht ja voll das neidische Gesicht gerade so. Ja, ich bin total neidisch, Mensch. So, was ist hier drüben? Gar nichts. Hey, mach mal das Tor auf, du Affe. Hey, Bananenmann. Lässt du mich vorbei, oder was? So leicht kommst du hier nicht raus. Hier geht niemand durch. Weißt du,
Für eine Banane würde ich alles machen. Ich würde dich sogar rauslassen, wenn ich eine Banane kriege. Was sagst du dazu? Abgemacht. Ach, der will eine Banane haben. Das macht bei so einem Gorilla ja auch mehr Sinn als bei einer Katze. Aber wo finde ich jetzt eine Banane? Wo könnte hier eine Banane sein? Na, hier in der Nähe scheinbar schon mal gar nicht. Da hinten irgendwie wo? Da ist doch eine Kiste. Du! Diesmal bewaffnet? Holzschwert! Lachhaft das ist! Out! Okay, der will mich also nicht reinlassen, dann werde ich da wohl auch die Banane nicht finden. Wo könnte die sein? Vielleicht hängt die auch an einem Baum rum irgendwie so. Mal schauen. Bei ihr drin kann man mir nicht vorstellen, dass da eine Banane rumliegt. Aber einfach mal alles, obwohl da steht ja Obstlager, vielleicht ist ja doch hier. Doch, das sind sie ja schon. Hier, Bananen. Voll geil. Du hast Bananen gefunden. Bringst du dem Gorilla, vielleicht lässt er dich dann durchs Tor. Ich will wieder so eine Selan spielen. Einfach das Item hochhalten und herzeigen. Ich finde das Spiel toll. Finde ich wirklich toll. Also jetzt nicht irgendwie gelogen oder so. Ich finde es wirklich super. Ich fühle mich da halt einfach total an Zelda erinnert mit diesen Gameplay-Elementen. Ich glaube, das Spiel hat früher sogar versucht, ein bisschen wie Zelda zu sein. Aber okay, so, dicker Gorilla, hier hast du deine Banane. Primat, sieh mal, was ich hier habe. Hey, du hast Bananen für mich. Lecker, reife Bananen. Okay. Wenn du jetzt gleich durch das Tor schleichst, gucke ich vielleicht gerade mal in die andere Richtung. Na dann guck mal in die andere Richtung. Suche ich jetzt mal die Kürbisse hier auf der Dorfwiese. Da vorne sind sie ja schon. So, hier mal ein. Du hast eine der leckeren Kürbisse gefunden, die Aitan vermisst. Da vorne haben wir gleich den zweiten. Voll die geile Musik. So, und wo ist jetzt der dritte Kürbis? Der ist hier. Oh yes. Gut, kommen wir wieder zurück. Gibt es hier sonst noch was irgendwie? Nee, sieht nicht so aus. Okay, gut. Hätte sein können, dass hier sonst noch was rumliegt. Gehen wir wieder zurück. Was? Buarax! Schnell, Tor schließen! Kann ganzes Dorf vernichten! Hey, geh schnell zurück ins Dorf. Wir werden angegriffen. Buarax, warum ist er so wütend? Und was ist das? Er trägt ein magisches Amulett um den Hals. Oh mein Gott, warte, das ist ja jetzt ein Bosskampf oder was? Hilfe! Ah! Ah, was für ein dummes Schwein! So, ist ja ganz schön wild, dieser Keiler. Na, dann komm mal her. Hierher, Schweinchen, Schweinchen. Hierher, Schweinchen, Schweinchen. Komm schon. Los, krach doch nochmal hier gegen so einen Baum oder gegen der Wand, hä? Okay, na, ich mache ihm wenigstens Schaden, aber er hat mich jetzt leider auch schon zweimal getroffen. Ich muss aufpassen. Kay ist verletzt! Schnell, bringt ihn ins Dorf! Oh Gott, das ist alles meine Schuld. Wenn ich diese Kürbisse nicht verloren hätte, wäre dir der Kampf mit diesem schrecklichen Borax erspart geblieben. Ich gehe besser nicht mehr durch das Tor. Ich bin wirklich froh, dass Shun uns jetzt beschützt. Kein Problem, Aitan. Ich lebe ja noch. Und ich habe deine drei Kürbisse gefunden. Das ist wunderbar. Vielen, vielen Dank. Kay, als Belohnung für deine großartige Hilfe gebe ich dir diesen Schlüssel. Ah, und bevor ich's vergesse, dein Meister ruft nach dir. So, neue Aufgabe. Irgendwie
scheine ich es doch geschafft zu haben. Weil es stand nämlich Aufgabe gelöst. Jo, ist abgehakt. Obwohl ich das Vieh gar nicht besiegt habe. Komisch. So, geh zum Meister und absolviere deine zweite Kampflektion. Du musst den Meister aufsuchen, um die zweite Lektion der Kampfkunst absolvieren. Und jetzt möchte ich erstmal wissen, was bekomme ich für eine Belohnung hier. Oh, ein Schlüssel. So, du hast einen Schlüssel gefunden, aber kannst du bestimmt irgendwo eine Tür oder ein Tor öffnen? Fragt sich halt, wo genau. Ah, Moment, hier sind ja nochmal so blaue Kristalle. Komme ich da ran? Da komme ich. Schön einsammeln. Jetzt habe ich schon 650? Hm. Vielleicht füllen die irgendwie meine Anzeige auf, diese blaue Yin-Yang-Anzeige. Mein Chakra nenne ich es jetzt einfach mal. Und was ist das? Aktivieren? Oh, neue Aufgabe. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Aha, suche die beiden Katzenstatuen und werde eine reiche, junge Katze. Ein Bürger von Katzendorf hat sein Geld vor den Gorillas versteckt. Wenn du die beiden Katzenstatuen findest und aktivierst, gehört das Geld dir. Das hört sich ja geil an. Das ist natürlich die Frage, wo ist die andere Katzenstatue? Hm, die wird bestimmt ganz woanders im Dorf sein. Die gehe ich mal suchen. Aber ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, was den Kampf mit diesem Wildschwein betrifft. Weil das Vieh habe ich jetzt nicht besiegt und trotzdem galt die Quest als abgeschlossen. Naja, vielleicht müssen wir irgendwann nochmal gegen diesen Borax kämpfen und dann... Aha, Moment, hier den Schlüssel vielleicht benutzen. Öffnen. Ah, das Tonkruglager, da kriege ich Geld. Und zwar richtig viel. Was haben wir hier sonst noch? Moment, ich mache mir erstmal die ganze Krüge kaputt. Fatz, fatz, fatz. So, was haben wir denn hier Feines? Zack. Oh, noch mehr Geld. So, 133 Bronzemünzen habe ich jetzt schon. Ich nehme mal an, das ist in dem Spiel trotzdem noch verdammt wenig. Wer weiß, wie hier so der Wert ist von der Währung, wie viel das so wert ist, wie viel was kostet. Habe ich ja keine Ahnung. Ich habe noch keinen Händler entdeckt bisher. So. Gut. Was hast du zu sagen? Hey, Ubai. Wie fühlt man sich, wenn man die eigene Sippe verrät, hm? Halt den Mund, Kay. Takwa. Tak was? Tak war wütend, dass du dich aus dem Dorf geschlichen und mit Boarax gekämpft hast. Er sagt, dass ich nicht mehr lange Bürgermeister sein werde, wenn so etwas nochmal passiert. Also machst du das nochmal, fliegst du von der Kampfschule. Du liegst total daneben, Herr Bürgermeister. Mach doch, was du willst. Ich werde mich selbst um die Sache kümmern. Bis irgendwann mal. Na, das war doch jetzt mal eine Ansage, hä? Der lässt sich eben nichts gefallen, unser kleiner Kay. Gut, Leute. Aber ich würde vorschlagen, das war's auch mal wieder für Part 2, wenn ich hier schön speichern darf. Werden wir mal schauen, was für eine neue Lektion der Meister dann im nächsten Part für uns hat. Und vielleicht finde ich ja wirklich auch noch die zweite Katzenstatue. Mal sehen. Also, alles Weitere dann im nächsten Part von Legend of Kay. Bis dahin, macht's gut, Leute. Tschüss!